Jetzt gucken wir doch mal. Wir haben wieder Mutationen, Intelligenz sogar dabei. Dann gucken wir mal, was hier passiert ist. Da leuchtet's. Und da kommen zwei neue dazu in der nächsten Generation. Okay, die haben wir hier. Können sich halt noch einen Ort merken. Oh, hier ist noch eins aktiviert. Position ist weiter ein Gegenstand. Ja, okay. Und das war das mit dem Schwingen. Schwing dein Ding. So, okay. Dann machen wir noch schnell den Totentanz. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Und dann sind wir schon wieder voll. So, perfekt. Dann können wir nämlich wieder festigen, was das Zeug hält. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir festigen. Ja, das mit dieser Nahrung. Nützt ja nichts. Irgendwann müssen wir es ja mal festigen. So. Und dann machen wir Evolutionssprung, Leute. So, zwei waren das. Ja, ich denke an den Stein. Aber schön, dass du auch dran denkst. Drei waren das jetzt. Haben wir genau sechs noch. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Ein perfekter Übergang quasi. Geschwindigkeit. Ah ja. Tatsächlich genau sechs. Genau sechs, Leute. Genau sechs. Was? So. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so sein soll. Sie haben den Erinnerungsservice aktiviert. Piep. Ja, finde ich gut. Ich vergesse immer so viel. Gerade jetzt zur späten Stunde. Sieht wahrscheinlich schon wieder voll fertig aus, aber egal. So. So, die können sich jetzt selbst verteidigen. So, wir könnten die jetzt festigen. Können wir aber nicht, weil wenn wir Evolutionssprung machen, dann festigt das nicht. Glaube ich. So, ihr habt gesagt, ich soll den Stein jetzt mal in die Hand nehmen und gucken, ob da was passiert. Keine Ahnung, ob da was passiert. Achso, ich müsste ja mal die andere Hand nehmen. So, Evolution. So, ich glaube, das Festigen hier vorm Evolutionssprung bringt gar nichts. Aber der Wille war wenigstens da. Evolutionssprung in 3, 2, 1. Wir haben übrigens 5 Stunden und 45 Minuten erreicht. Zack. Oh, jetzt zieht es mir richtig viele Jahre ab für diesen Tod, für diese zwei Tode, Leute. Wir haben zwei Tode. Zwei Tode zu verbuchen. Au. 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 18 Geburten. Nee. Aber im Endeffekt haben wir jetzt nur 40.000 Jahre plus gemacht. Und eine neue Affenart. Millennium Mann. Wir sind der Millennium-Mann. So, achso, wir kommen ja an einen neuen Ort, richtig? Okay, das lasse ich kurz, weil das ist ja hier neue Affenart und so. So, Leute, wir sind umgezogen. Wo sind wir denn? Was ist denn das hier für ein... Wir haben so einen kleinen Tümpel, okay. Okay, gut. Die Toten sind natürlich weg. Ach, guck mal, wir haben wieder kein Bett mehr. Wir haben wieder kein Bett mehr. Wir brauchen erstmal ein Bett. Okay.
Gib mir den. Gib mir den. Und gib mir... Die Kleinen. Alle hier total verstreut. So, den. Okay, wir lassen mal alle mal ein bisschen Bärchen essen hier. So, sehr schön. Bett bauen wollten wir. Einmal. Zweimal. Achso, wir können ja sagen, die soll nachmachen. So, die haben das jetzt auch geholt. Hä, wieso kann ich denn keine Neuronen erhalten? Guck mal. Der hat doch gerade welche bekommen. Ich lauf doch und so. Ich mach doch und tu doch und... So, die haben für mich jetzt fleißig gesammelt. Da war eine schlechte dabei. Ich wollte von ihm eigentlich ja nur das Blatt haben. Schade. So, jetzt können wir bauen. So, 5-mal Bett gebaut haben wir auch. Perfekt. Jetzt haben die halt so viel gesammelt. Jetzt bauen wir noch eins. Wer hat noch eins? Steht mal auf. Du hast noch eins. Ich will den Affen anwählen. Gegenstand nehmen. So. Hä? Kann jetzt schon voll lange auf zwei Beinen laufen, kann das sein? Das ging ja doch jetzt von jetzt auf gleich ganz schön schnell. Guck mal, bis zum Wasser kommt er. Was? Liebe Äffchen, bitte einmal alle trinken, danke. Eure Bauchschmerzen wegmachen. Perfekt. Machen wir erstmal noch eine grüne Palme hier. Dann dürften die fit sein für die Zukunft. Guck mal, der da hinten hat nicht gefressen, das heißt, der hat noch was in der Hand. Wenn einer stirbt, dann er. Oder wo war das zweite Bett? Da. Immer noch nicht fertig. Warte mal. Hä? Jetzt. Guck mal, guck. So. Expedition beenden. Hinlegen. Wir gucken mal, was wir gekriegt haben. Putz, Junge. Die Größe des Gehirns ist gewachsen. Okay, das ist ja normal. Deine Lebenserwartung ist gestiegen. Mehr Konditionen und Energie können gespeichert werden. Nice. Es ist jetzt möglich, Gefühle zu kontrollieren und nach eigenem Willen wachsam und ja, das ist auch geil. Die Fähigkeit zur Synthese von Neuronentransmittern hat sich erhöht. Jetzt kriegen wir mehr. Okay. Ah, jetzt kommt ja alles, Alter. Wir haben alles schon gelernt. Guck mal, beim Schwingen von Ast zu Ast können größere Entfernungen zurückgelegt werden. Plus dieses epische. Geil. Es ist möglich, sich einen weiteren Positionsscheiß zu merken. Es ist möglich, sich einen weiteren Scheiß zu merken. Oh, 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 drei neue. Das heißt, wir haben drei neue. Was haben wir denn? Besitzt die Fähigkeit, Geräusche zu identifizieren. Weit unten das ist. Benutzt die Fähigkeit zur Bekämpfung der Auswirkung einer Verletzung. Also erhöhte Fähigkeit. Wo war der dritte? Da oben. Erhöhte Geschicklichkeit. Okay. Haben wir schon wieder gute Babys hier. Ah, das ist die Dopamin-Kacke. Ich kenn's noch aus Run 1. Ich bin Feind von Dopamin-Kacke. Kontrolle erzeugt weniger Angst, okay.
Okay. Das sieht aber ganz gut aus. Ein Neuronennetz ist schon wieder gut vorangeschritten hier. So, wir haben auch 6 Babys. Haben aber keine Toten, die wir angucken können. Das heißt, wir müssen jetzt wieder weiterspielen. Wir müssen jetzt wieder weiterspielen. Kinder haben wir gemacht. Komm, wir machen mal hier gleich mal, wir können, glaube ich, jetzt anfangen, genau, die machen ja wieder alle, was ich sage. Ach, scheiße, außer er. Er nicht. Er hat nämlich noch was in der Hand. Er da hinten auch. Ach, hör doch auf. Nimm mal den Stock. Okay, warte. Okay, nimm. Er hat auch noch eine Palme in der Hand. Da muss ich auch noch einen von der Palme wedeln, warte. Zack. Hey, nimm doch. So, hat er einen Schnupfen? Habt ihr es gehört? Hatschi! So, und jetzt können wir wieder sagen. Hallo Kinder, seid ihr alle da? So, Hand wechseln. Ja, das habe ich doch gelernt, dass sie das... Hä? Ich habe doch gelernt, dass die Hand wechseln können, oder? Oder ist das jetzt beim Evolutionssprung weggegangen? Wait. War das das? Nee, das ist doch hier unten irgendwas gewesen. Hier, nachzuahmen, ihn in die andere Hand zu wechseln oder ihn zu essen. Hä? Ich sag doch... Pass auf. Ich wechsle den... Aber die machen es nicht nach. Das finde ich jetzt sehr komisch. Oder können die das nur generell nachmachen? Irgendwas stimmt nicht. Hä, die müssten mir das doch nachmachen, oder nicht? Ah, ich weiß warum. Expedition, kann das sein? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Dass sie es deswegen nicht machen, aber... Nee, das kann mir... Eigentlich kann das nicht sein. Der Stein hat nichts gebracht. Sag ich doch, der ist einfach nur weg. Tja, Leute. Warum die das jetzt nicht nachmachen? Ich meine, die können sich jetzt verteidigen. Wow. Keine Ahnung, warum sie es nicht nachmachen. Essen können sie jetzt nichts, weil sie alle was in der Hand haben, richtig? Dann ist das so. Wir ziehen jetzt los. Da haben sie Pech gehabt. Müssen wir mal gucken, wo wir hingehen. Ja, wir fangen hier vorne an. Müssen wieder Gebiete erkunden. Nützt nichts, wir brauchen Neuronen. Neuronen und Missionen. Beides. Neuronenmissionen brauchen wir. Quasi. Quasi-Modo. So, zack. Ja. Gehen wir ein bisschen erkunden. Aber warum die das jetzt nicht konnten, verstehe ich auch nicht. Nee, dass ich den Stein in der Hand hatte bei dem Evolutionsscheiß, hat gar nichts gebracht. Das ist ein Aberglaube. So. Machen wir den Dschungel jetzt schnell fertig. Die ganzen Missionen hier und dann ziehen wir weiter, würde ich sagen. Immer diese Fake News, ja Mann. Das ist doch gleich davor. Hä, haben wir das vorhin nicht entdeckt?
Könnten noch probieren, unten da so ein Dings zu töten. Ein, ihr wisst schon. Reicht das, wenn ich hier stehe? Ah, hier müssten wir jetzt viel mehr schwingen. Scheiße, es reicht nicht. Ob die jetzt besser schwimmen können? Wir testen das. Ich würde sagen, es geht nicht mehr ganz so schnell runter, oder? Ich meine, es hieß ja vorhin auch, die haben größere oder bessere Oberschenkel, Oberkörpermuskeln. Müssen jetzt auch besser schwimmen können. Wie Fake News. Ich dachte, heute nennt man das alternative Fakten. Ja, Mann. Alternative Fakten. So, hier sind wieder diese Vögel, die einfach nichts zu sagen haben. Die einfach nur da sind. So, jetzt können wir den Ort angucken, richtig? Qualmt's irgendwo? Ja. Was haben wir da hinten? Das haben wir noch nicht entdeckt. Das ist das Einzige da hinten. Oh Mann, da müssen wir das jetzt noch holen, komm. Nützt nix. Wir müssen. Eine halbe Weltreise. Aber wir müssen. Die Seeufer-Oase. Aber den anderen da können wir mal wegmachen. Das ist der Otter da hinten. Der Otterdamm. Der Otterbau. Der Otter. Die Otter. Alles Otter. Der, die, das Otter, Leute. Der, die, das Otter. Aber es, wie gesagt, es gibt die Quest, dass ein Otter ein Krokodil töten soll und es gibt die Quest, dass ein Otter ein Nilpferd töten soll. Krieg ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin, Leute. Könnt mal wieder ausblenden. Das sieht cooler aus. Welcome to the movie. Das ist eine Affendoku, Leute. Das ist eine Affendoku. Hier sehen Sie unser junges Weibchen. Hier sehen Sie unser Weibchen mit ihren Jungen auf Erkundungstour. Immer ein Stock dabei, um sich gegen böse Feinde im Dschungel zu wehren. Sie hat jetzt nicht gerade so zuversichtlich geguckt. Jetzt kommt der dann hoch. Da sollte ich aber mal einblenden eigentlich. Zwecks Kraft. Apropos Pizza, Alter, ich hab richtig Hunger gerade. Wieso ist er eigentlich so schwach? Wieso verliert sich schon wieder so viel Ausdauer? So schnell vor allem. Ja, genau du. Hoch. Ist schon ganz außer Puste, ey. Guck mal, da sitzt sie. Komm ich denn jetzt? Ah! Da hoch. Da lang. Ich finde es aber cool, dass so ein paar neue Leute da sind auch. In letzter Zeit öfter. Geisti und Mark und Mergi. Melli ab sofort. Ey. Diggi. Oh mein, jetzt brauche ich Ausdauer. Fuck, und hier ist nichts zum Ausdauer holen. Komm mal hier. Da kann man sitzen. Lass mich da sitzen. Marie, Alter, du lebst hier noch. Du warst auch schon 1000 Jahre dich da. Schämen solltest du dich. Ab auf die stille Treppe, junge Dame. So.
Habe ich noch jemanden vergessen von den neuen Zuschauern? Ich natürlich hier keinen ausgrenzen. Aber fällt halt auf, dass viele neue Namen da sind. Ach, Westcott, du, Alter, du gehörst doch zum alten Holz. Zum alten Eisen. Obwohl bei dir eher altes Holz, wegen Holzkopf und so. Versuch dich zu bessern. Ach, das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Guck mal, den kann er jetzt nicht dafür benutzen. Ah, es gibt auch wieder Neuronen, wie ich gerade mitbekommen habe. Ah, hier oben ist der Otterbau. Der Otterbau. Der Schnodderbau. Silvan ist zum ersten Mal hier mit seinen 100 Tagen, Alter. Ey, Silver, ja, Silver auch. Silver auch. Obwohl Silver eigentlich noch nicht so richtig, weil Silver, ich glaube, gestern bist du dazu gekommen, oder? Aber ich finde es halt schade, muss man einfach so sagen. Bei mir ist es eher so, es kommen so eine Handvoll neue wieder. Neue dazu. Aber eine Handvoll alte geht auch. Es wäre cooler, wenn die alten dann trotzdem da wären. Nee. Oh, jetzt ist sie müde. Ja, das Klettern macht müde, Leute. Klettern macht müde. Kannst du mir den Stock aufheben? Geh doch. Den brauchen wir jetzt beim Kampf gegen die Otter. Die sind nämlich da hinten. Haben wir schon einen Otter getötet? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Haben wir schon einen Otter getötet? Ja, stimmt. Steffi ist immer noch da. Oh, da hinten. Da musst du halt was hinlocken. Da sind so viele Otter, die können nur gewinnen. Ich glaube, wir haben noch keinen Otter getötet. Otterbau! Aber ich muss mal so einen Otter töten. Hallo, lieber Otter! Hulu, 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 hulu. Otterbau entdeckt. So, Otter eingeschüchtert haben wir schon. Aber ich glaube, Otter getötet haben wir noch nicht. Mal gucken, welcher Otter hier einen Stock in sich stecken hat. Otter gegen Tiger haben wir noch nicht, glaube ich. Otter gegen Tiger. Vielleicht gewinnen die Tiger ja jetzt. Die Otter. Ja, der Wille war da, Leute. LOL! What the fuck? Also verloren haben sie nicht. Ach, hier war wieder der Scheiß. Jetzt muss ich, um diese Region hier zu kriegen, muss ich da ganz hoch. Deswegen ist die auch schon von Anfang an fertig. Warte mal, unten? Klappt unten? Glaub nicht, wa? Es war oben. Ah. Sie ist halt so down. Ich wollte jetzt hier nicht so oft klettern lassen. Das machen wir jetzt nicht. Nö, einfach nö. Hallo Geisti. Einfach nö, ich keine Lust jetzt hier die Scheiße. Sollen selber da irgendwo hochklettern, irgendwelche Ritzen. Muss halt mit ihr auch mal schlafen. Ist halt richtig kaputt. Zählt es überhaupt als Schlafen? Ja. Jetzt wird's kalt. Wie viele Otter hier sind, das ist unnormal. Boah, nur aus dem Stein kam er raus. Liebe Otter, könntet ihr euch bitte um den kümmern?
Komm, er ist weit genug weg. Lass mich in Ruhe jetzt. Nicht Hysterie schon wieder. Es kriegt trotzdem Hysterie. Das ist doch nervig, Mann. Aber vielleicht reicht's schon. Wartet mal. Vielleicht reicht's ja schon. Ach, jetzt können sie erst nachahmen in die andere Hand. Deswegen ging das vorhin nicht, Leute. Deswegen ging das nicht. Das braucht aber richtig viel. So, jetzt können die alles nachmachen. Die Äffchen. Schade. Ich muss halt 6 Sachen lernen, damit sich's überhaupt lohnt. Der Punkt, der wird mit 2 epischen verbunden. Das ist jetzt der 3. Aber jetzt haben wir den Otterbau entdeckt da. So, das war jetzt 3. Wir brauchen aber 6. Sich das halt auch lohnt, einen Generationssprung zu machen. Braucht zu viel. Braucht genauso viel. Aber nicht was schneller geht jetzt. Ja, alle zu weit außen, glaube ich. Aufmerksam sollen wir. Es wird weniger Angst. Scheiße, reicht nicht, Leute. Das reicht nicht. Auch alles so viel. Scheiße. Wäre jetzt cool gewesen, hätten wir jetzt einen Generationssprung machen können. Nee. Das heißt, wir müssen wieder los. So, jetzt könnt ihr aber alles nachmachen. Okay, wartet mal. Hand gewechselt, ja. Jetzt haben alle einen Stock. So, den ist kalt. Wo haben wir denn hier so einen rotten Baum? Weil es allen kalt. Weil die halt hier nichts haben zum Unterüberdacht und so. Essen alle? Ja. Okay. Nur die Babys nicht. Die essen alle. So, und dann müssen wir mal alle trinken lassen, damit hier wieder alle versorgt sind. Er kann hier vorne nicht trinken, weil er eine Frucht in der Hand hat.
die anderen da hinten? Können die quasi erst saufen, wenn die anderen fertig gesoffen haben? Guck mal. Wahrscheinlich, weil kein Platz da ist. Was ich halt cool finde, dass die ohne, dass sie trotzdem trinken können, wenn die was in der Hand haben. Guck mal, Alter, die wechseln tatsächlich irgendwie. Oder die fangen erst später an irgendwie. Keine Ahnung, warum die jetzt erst anfangen zu saufen. Verstehe ich auch nicht so ganz. Viel zu spät. So, jetzt machen wir schnell schlafen, weil die ist ganz schön runter. Partner rufen zum Schlafen. Ein bisschen kuscheln. So.